Moin, wir wollen heute bei Pohlmanns Raps sehen, aber nicht wie üblich mit einer normalen Drille, sondern mit einem Feldroboter, der hinter mir steht. Der wird gerade noch vorbereitet. Da fehlten nämlich noch zwei Sehscheiben, die sind jetzt aber nachgeliefert worden und wurden jetzt gerade noch etwas optimiert, weil es nicht die richtigen waren. Das heißt, wir haben ein paar Löcher zukleben müssen. Ich bin gespannt, wie das gleich funktioniert. Der Vorteil von Rapsen und Einzelkornsaat ist, dass man viel weniger Saatgut einsetzen muss, weil der Raps eine Pflanze ist, die nach hinten raus extrem gut kompensiert, wenn sie eine gute Jugendentwicklung hatte. Sie bildet dann quasi mehr Schoten pro Ähre und mehr Körner aus, was eben den Ertrag nach hinten raus kompensiert. Und dafür müssen sich die Pflanzen aber nicht die wenigen Nährstoffe und das wenige Wasser, was im Boden vorhanden ist, so stark aufteilen und klauen sich dann eben an dieser Stelle keine Nährstoffe und kein Wasser. Ja, ich bin sehr gespannt, was das Ganze gibt. Andreas setzt normalerweise 50 Körner pro Quadratmeter ein als Aussaatstärke. Jetzt brauchen wir nur 26, was eben rund die Hälfte ist. Und das wäre schon mal eine große Betriebsmitteleinsparung. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze funktioniert. So, hier seht ihr jetzt den Farmdroid im Einsatz. Also ihr könnt schon erkennen, er ist relativ langsam unterwegs mit 700 Metern die Stunde. Er kann aber auch nicht nur zum Raps säen, sondern auch zum Zuckerrüben säen oder in Sonderkulturen wie Zwiebeln, Roter Beete, Spinat oder diversen Kräutern eingesetzt werden. Und er ist vor allem sehr beliebt im Bio-Bereich, weil er eben nach der Aussaat auch ganz leicht umgebaut werden kann und dann zur mechanischen Unkrautbekämpfung, also zum Hacken, eingesetzt werden kann. Nachdem wir dann unsere etwas ummodellierten Sähscheiben auch verbaut hatten, konnten wir den Roboter mit dem Schlepper aufs Feld fahren. Das funktioniert über ein Gestell mit einer Dreipunktanhängung. Und dann musste eben die Fläche eingelesen werden über die Eckpunkte der Fläche und auch Hindernisse wie beispielsweise Bäume markiert werden. Nach ein paar anfänglichen Startschwierigkeiten mit GPS und Flächenfindung und Co. konnte der Roboter aber dann auch endlich loslegen. Das Ganze funktioniert dann voll autonom. Der Roboter wird über eine Batterie angetrieben, die über die Solarzelle auf dem Roboter aufgeladen wird. Der Farmdroid dokumentiert dann das Aussaatmuster und speichert die Position jedes einzelnen Saatkorns ab, sodass er nach Auflaufen der Kultur das Unkraut auch in der Reihe hacken kann. So benötigt es auch keine Kameraführung. Nachteil ist natürlich auf jeden Fall die geringe Flächenleistung, also gerade wenn man aufgrund der Witterung ein sehr enges Zeitfenster beim Säen oder Hacken hat, was ja oft der Fall ist. Der Vorteil ist natürlich, dass das System autonom ist, wenn es eben keine Probleme gibt. Ansonsten bekommt man auch eine kleine Nachricht aufs Handy geschickt, wenn der Roboter beispielsweise stehen bleibt. Und man muss natürlich ansonsten kein Personal einsetzen, also man muss keinen Schlepperfahrer einsetzen. Und mit 75.000 Euro Investitionskosten ist das Ganze noch relativ günstig, wenn man das mal gegenrechnet. Mit den Kosten für Schlepper, Sämaschine, Hacke, Diesel und eben Personal.